Ohren auf, hier ist wieder knallbunt. Wissenswerte Neuigkeiten aus der wunderbaren Welt des kommerziellen und über den Äther verbreiteten Hörspiels. Ja, liebe Hörspielfreunde, knallbunt ist wieder da, was eine letztlich obsolete Aussage war, da ihr würde knallbunt nicht da sein, selbige erst gar nicht hören hättet können, würden, sollen. So, jetzt aber Schluss mit lustig. Zwinker, zwinker, kicher, kicher. Halt die Klappe, warum hörst du mir nicht zu, Alf? Weil es lustig ist, Mann. Okay, wir drehen uns im Kreis. Deshalb verweise ich einfach mal auf den kommenden Freitag. Darauf freue ich mich nämlich, denn nach einer leider etwas längeren Pause gibt's endlich wieder eine neue Folge Hui Bu zu feiern, dem ein grauenvoller Geburtstag ins Haus, Schloss steht. Der Kastellan hat Geburtstag. Glückwunsch. Alle haben daran gedacht, nur Hui Bu hat mal wieder vergessen, ein Geschenk zu besorgen. Natürlich. Er greift aus der Not schnell zu einer Flasche Gruftwein, die in seiner Fledermaustruhe herummodert. Da die meisten Menschen Gruftweine nicht wirklich schätzen, überklebt Hui Bu einfach das Etikett. Der Vitaltrunk soll die müden Knochen des alten Kastellans etwas in Schuss bringen. Als der Kastellan das bittere Getränk zu sich nimmt, beginnt tatsächlich etwas Mysteriöses, das selbst Hui Bu nicht glauben kann. Der Kastellan wird mit jedem Tag jünger und jünger. Ja, das wird garantiert vor allem für Kastellan Jürgen Thormann großer Schauspielspaß. Und ja, ich werde nicht müde, euch jedes Mal aufs Neue zu erzählen, dass für mich Hui Bu im Kinder- und Jugendbereich ganz vorne auf der 5-Gut-Liste steht. Etwas weiter unten oder hinten, je nachdem, befinden sich da 5 Jugendliche. Moment mal, war doch ein Hund. War das nicht der falsche Hund? Ah, besser. Also die 5 von TKKG haben es mittlerweile auf die stolze Zahl von 179 Abenteuern gebracht. Boah. Letzteres erscheint ebenfalls am Freitag mit dem abschreckenden Titel Abzocke im Online-Chat. Patrick aus der 9A, die kennen wir doch, wird von Klößchen beim Klauen von super teuren Handys beobachtet. Als TKKG ihn zur Rede stellen, erfahren die 4, dass Patrick seit einiger Zeit erpresst wird. Beim Surfen im Internet ist er in eine böse Internetfalle gestolpert und so in einen Strudel von Goldsorgen und Erpressung geraten. Tim, Karl, Gabi und Klöpschen kümmern sich um den Fall und haben schon bald einen Verdacht. Doch wie lässt sich die gemeine Abzocke beweisen? Tschauha, das liest sich böse. Ja, aber ab und an war es ja so, dass sich gerade merkwürdige Titel und Plots als erfreulich und haltsam erwiesen, wenn auch unfreiwillig. Wir werden ja hören. Hören werden wir auch, ach, ist ein Übergang, was die 5 Freunde 2 Folgen vor der großen Jubiläumssause noch so erleben, in ihrem 98. Abenteuer mit dem etwas merkwürdigen Titel Die Legende der Zwillingseiche. Okay, der war schlecht. Ich meinte natürlich Eiche. Die 200-Jahr-Feier in Twin Oaks sollte für die 5 Freunde eigentlich der Höhepunkt ihrer Herbstferien sein. Doch es kommt anders. Timmy wird von einem Auto angefahren und beim Tierarzt erfahren die Freunde, dass die schöne Zwillingseiche, die dem Ort den Namen gibt, gefällt werden soll. Angeblich sei sie eine Gefahr für das ganze Dorf. Wer oder was aber eigentlich gefährlich ist, das finden Julian, Dick, Anne und George im Laufe einiger Abenteuer heraus. Ja, und so, jetzt gibt's erstmal ein kleines Päuschen und dann geht's in Teil 2 weiter mit Tipps vom herbstlichen Hörspiel-Wochenendmarkt. Also dranbleiben und bis gleich. Wir lösen sie, glaubt mir. So, da sind wir wieder. Ohren auf. Ebenfalls am Freitag gibt's Nachschlag aus dem Hause Highscore Music. Sebastian Pobot schickt Captain Future, Otto, Greg und Professor Simon wieder ins All. Bespickt mit den Originalsynchronsprechern und der Originalmusik aus der TV-Serie. Das Prädikat inszenierte Lesung kann man ja getrost überlesen, mit Blick auf die namhafte Sprecherliste. Da tummeln sich diesmal natürlich neben Hans-Jürgen Dittbrenner und Wolfgang Völz ein Helmut Kraus, Marie Bierstedt, Klaus Dittmann, Jochen Schröder, Rüdiger Schulzki und noch viel mehr. Die Future-Fans können sich freuen. Auch Lady Bedford-Fans haben am Freitag Grund zur Freude und das im Doppelpack. Denn in der 56, die Stimme des Zweifels, kehrt ein alter Bekannter der Lady zurück nach Broughton mitsamt blutüberströmtem Neffen. Ja. Und in der 57, die letzte Wette, wird einem Stiftungsgründer ein Wettstreit mit der Polizei um Aufklärung eines angeblichen Selbstmordes zum Verhängnis. Ach ja Mensch, es gibt ja Neuigkeiten. Die neue Lady Bedford ist jetzt Margot Rottweiler, die in den Hörproben ja schon einen guten Eindruck gemacht hat. So, wir bleiben beim Blut, wechseln aber das Genre von der Krimisparte in gruselige Gefilde.
Wir bleiben aber beim Freitag. In der 36. Folge von Faith the Van Helsing Chronicles, das Grauen von Dartmoor, bekommt es Faith mit blutrünstigen Fürsten, einem monströsen Ungetüm und einem Blutsee zu tun. Woher kommt denn das ganze Blut heute? Apropos Grusel, bereits heute erscheint die erste Folge einer neuen Gruselserie, die mit Hilfe von Hörspielfans als Crowdfunding-Projekt realisiert wurde. Das Ganze heißt denn auch schlicht und ergreifend Gruselserie und das neue Label Hörsturz präsentiert also die erste Folge Schrecken ohne Gesicht. In einer stürmischen Gewitternacht sitzt der alte Henry zusammen mit seiner Schäferhündin Tosca in seinem Kiosk und wartet auf verspätete Kundschaft. Die Ereignisse, die sich in dieser Nacht zutragen, lassen den alten Mann an seinem Verstand zweifeln. Etwas unfassbar Böses schleicht durch die Straßen und Gassen Londons und Henry wird ungewollt Zeuge einer Treibjagd, wie sie sich nur der Teufel selbst hat ausdenken können. Ja Mensch, das hörte sich gar nicht mal so schlecht an. Sicher, es ist halt klassischer Groschengrusel, aber genau das wird, denke ich, ja auch mal von den Fans erwartet. Das Ergebnis kann sich überwiegend hören lassen. Dafür sorgen unter anderem Ernst Meinke, Helmut Kraus, David Nathan, Uwe Teschner und Oliver Robeck. Ja, jetzt gibt's nochmal ein kleines Päuschen und dann geht's in Teil 3 wie immer ab in den Äther. Also dranbleiben und bis gleich. So, da sind wir wieder, Ohren auf. Ab in den Radioblock, den diesmal gleich drei großartige, höchst unterschiedliche Hörspiele bevölkern. Los geht's mit einer äußerst ungewöhnlichen Produktion, die Samstagnachmittag im Ö1 ab 14 Uhr gesendet wird. Enir von Antonio Fian. Ja, ich weiß. Entschuldigung, weiter weg. Ja. Geht's? Ja. Dass eine Schauspielerin spielen kann, ist an sich nichts Ungewöhnliches. Isabel Karajan kann aber noch mehr. Sie wiehert und schnaubt und stampft und scharrt und bockt. Schließlich ist sie auch genau dafür engagiert worden. In einem Tonstudio produziert man nämlich Troja für Kids. Jugendlichen Hörern soll klassische Bildung in zeitgemäßer Form vermittelt werden. Zeus hat man in dieser modernen Übersetzung ins Hirn geschissen und an anderer Stelle haben die Feinde Achilles gleich einmal an den Eiern. Ja. Der Darsteller des Achilles ist aber leider in einem Verkehrsstau stecken geblieben. Und als im Studio nutzlos die teure Zeit verrinnt, überzeugt die Pferdedarstellerin ihren Regisseur, als Stimme übrigens Bruno Ganz, davon wenigstens einen Satz aus Penthesilea aufnehmen zu dürfen. Denn die schöne Königin der Amazonen war seit jeher die Traumrolle der nicht gerade erfolgreichen Kleindarstellerin. In Anwesenheit eines Klavierspielers, der sich später als blinder und tauber Stummfilmpianist herausstellt, breitet die Möchtegern Penthesilea nach und nach ihr ebenso tragisches wie komisches Leben aus. Ja, es klingt wirklich ungewöhnlich und das ist es auch. Es wird auch garantiert nicht jedem gefallen. Dafür ist die Geschichte und ihre Inszenierung einfach zu verquer geraten. Ich fühlte mich beim Hören aber derart in einem Sog, dass ich fasziniert dieser Möchtegern Penthesilea und ihrem Gewirr lauschte. Das heißt übrigens Enir. Weitaus geradliniger ist im Vergleich dazu ein Hörspiel, das eine Stunde später, also um 15 Uhr, im WDR 3 läuft. Allerdings ist es in puncto hörenswert mindestens genauso außergewöhnlich. Es geht um das starke Drama Zwei Menschen, endlich von Marianne Zückler. Weiter lächeln, muss sie alle einladen. Lächeln, immer lächeln, ja, ja, weiter lächeln. Danke, lächeln. Jutta ist Journalistin, Anfang 50, erfolgreich und lebenslustig. An das leidige Thema Älterwerden verschwendet sie kaum Gedanken, bis sie eine Reportage darüber schreiben soll. Bei ihren Interviews stößt sie auf Sebastian, der unheilbar krank ist. Beide erkennen sich sofort wieder. Als junge Menschen in den 80er Jahren teilten sie gemeinsame Ideale und hatten viel mit ihrem Leben vor. Jutta beschließt spontan ihre Reportage auf Sebastians Umgang mit dem nahen Tod und dem nicht mehr älter werden können zu fokussieren. Aber ihr Interesse ist nicht nur professionell. Ist es Liebe? Zwei Menschen haben sich gefunden. Endlich. Auch Sebastian lebt wieder auf. Doch wie viel Zeit bleibt ihnen noch? Wie viel Zeit miteinander haben sie in der Vergangenheit verpasst und kann ihre gemeinsame Gegenwart diesen Fragen standhalten?
Grandios. Ein grandioses Stück. Toll inszeniert. Das geht so sehr zu Herzen, dass man dieses Hörspiel noch lange mit sich rumträgt, auch wenn die letzten Töne verklungen sind. Hörspieler mit Hang zu Dramen, die gar nicht so dramatisch daherkommen, werden hier ihre helle Freude haben. Oder besser ihr helles Mitgefühl mit den großartig besetzten beiden Hauptakteuren. Ja, und den Abschluss macht heute die Mutter aller Krimitermine. Im Deutschlandradio Kultur gibt's nämlich am Montag wie immer um 21.33 Uhr ein gutes, diesmal sogar außergewöhnlich gutes Hörspiel zu hören, nämlich der neueste Streich von Oliver Bukowski, der uns in der Ursendung von Abseits der Route ins Lande der Spreewaldgurken entführt. Gut 20 Jahre ist es her, dass Schiefer Satt, ein von der Pensionierung stehender Hauptkommissar, im brandenburgischen Spreewald in einem Mordfall ermittelt hat. Damals, nach dem Ende der DDR, wurde ein Immobilienhai Opfer eines Verbrechens. Heute macht Schiefer Satt mit seiner Freundin Reni, mit der er bald nach Bayern ziehen will, einen Ausflug in den idyllischen Spreewald. Die Tour mit dem Kahn, den er nur widerwillig besteigt, weicht immer mehr von der Route ab. Zu spät erkennt der Kommissar, dass ihn der Fall von damals eingeholt hat. Die Fahrgäste entpuppen sich als Betroffene, die Schiefer Satt nun zeigen, was damals wirklich geschehen ist. Ein Knaller, anders kann man das nicht sagen. Die Aufnahmen entstanden teils vor Ort und man merkt sämtlichen Protagonisten den Spaß an diesen Aufnahmen und an diesem ungemein humorvollen, obendrein sehr clever erdachten Krimiplot an. Das dürft ihr einfach nicht verpassen. Das müsst ihr mir versprechen. Hiermit ergeht ein uneingeschränkter Einschaltbefehl meinerseits. Ja, und das war's denn auch schon wieder für heute. Wir hören uns wie gewohnt am kommenden Mittwoch wieder. Tja, und zum Schluss bleibt mir natürlich wie immer noch zu sagen, Augen zu, Ohren auf. Tschüss.